Wo ist denn das Archiv? Aufnahme, Warteraum. Wahrscheinlich. Das war doch safe hier. Das hier ist das Archiv. Definitiv. Das hier ist das Archiv. Hier. Ja, die Briefe wurden im Archiv abgegeben. Von dort aus wurden sie verschickt. Ja. Wo soll ich denn das jetzt abgeben? Warteraum, alles drum und dran. War das Archiv doch oben? Oder ist das hier das Archiv? Oh, ein Zettel. Achso, das haben wir schon gesehen. Wo ist das Archiv? Park, Schwesternzimmer, Toilette, Toilette, Speisesaal, Speisesaal, Beobachtungsraum, Abteilung, ruhige, geisteskranke Besucher, Toiletten, Konferenzraum, Treppe, Warteraum, Aufnahme. Muss jetzt doch nach oben, ist doch oben das Archiv. Ich weiß echt nicht, wo das Archiv ist. Bin ich bescheuert? Legende der Treppe, Untersuchungsräume, bla bla bla. Wäscherei, Patientenzimmer, Schwesternzimmer. Ah, Verwahrung der persönlichen Habe und Patientenarchiv 12. Hier ganz hinten. Welche Abteilung ist das? Ich will auf alles gefasst sein. Nummer 8. Bettliege, geisteskrank. Oh, das ist okay. Das ist noch okay. Kann mich nichts anspringen oder so. Ich gehe hier trotzdem gerne mal in alle Räume rein. Auch die ganze Zeit die Taschenlampe wieder an. Schlecht Glasaugen. Hoffentlich. Sehr stylische Brille. Hoffentlich keine echten Augen. Ach, das hier ist Augenarzt. Okay. Bettlägerig, alles klar. Da ist eine, auf genau diesem Bett ist eine rumgehüpft. Bettlägerig, aha. Hier fühle ich mich schon wieder richtig unwohl. Oh, schnell weg. Und das hier geht auch mal wieder zu hier. Das geht nicht. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass hinter mir jemand die Tür zumacht. Also sorry, Outlast darf ich niemals zocken. Hm. 8 von 8. Wir haben alles durch. Wir haben alles zusammen. Perfekt, das werden wir dann später wirklich durchlesen. Hm. Okay. Das heißt aber auch, dass wir ziemlich am Ende des Spiels sind. Wenn man ins Irrenhaus kam, dann hatte man nicht mehr das Recht, etwas zu besitzen. Die Sachen, die man bei der Einlieferung hatte, wurden eingewickelt und hier verstaut, auch die Kleidungsstücke. Im Falle, dass ich eines Tages wieder rauskomme. Viele, zu viele aber kamen hier nie wieder raus. Okay, dann such mir mal deine Sachen.
Nee. A bis B. René. Also im Prinzip ja eigentlich bei P bis Q, aber okay. In der Kartei im Archiv muss eine Mappe mit meinem Namen sein. Hier irgendwo. Ja, hier. P, Q, nee, R. Hier. Alter, Leute. A, B, G, H, I, P, E, P, Q. Hier ist nichts. C, D, L, M, R, S, T. Jawohl. Liebe Mutter, ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Du hattest recht. Ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Aber jetzt weiß ich mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Deine Tochter René. Das habe ich doch vorhin gar nicht ausgewählt. Dieser Brief hier sieht aus wie ein Brief, den René damals geschrieben hat. Er ist aber nie abgeschickt worden. Warum? Warum wurde er nie abgeschickt? Ich habe einen Brief von Ihnen bekommen, Mutter. Sie sagen mir, ich soll stark und geduldig sein, aber ich habe nur Angst und Schmerzen. Und Sie schreiben mir nicht mehr. Ich wünsche mir, dass dieser Brief wie ein Abbild meiner Seele das zeigt, was ich durchmache. Die Kinder wollen mich umbringen. Alle tun so, als ob nichts wäre, und sagen mir, was ich machen soll. Ich kann das nicht verstehen. Sie hilft mir, aber was haben Sie ihr getan? Können Sie es mir sagen? Werden Sie mir helfen? René. Nicht abgeschickt. Nicht überbracht. Montefoscoli, 7. Juli 1940. Meine liebe Tochter, ich habe nichts mehr von dir gehört, nicht eine Zeile seit Monaten. Leider habe ich keine Möglichkeit, dich zu besuchen. Es fehlt an Geld für die Fahrt. Erinnerst du dich an Herr Onofrio? Er fährt demnächst geschäftlich nach Volterra. Ich habe ihn gebeten, ob er so freundlich sein und sich beim Herr Direktor nach dir erkundigen könnte. Hoffentlich bringt er, was dich betrifft, gute Nachrichten mit. Schreib mir aber auch. Ich weiß, ich war sehr streng. Ich bitte dich um Entschuldigung. Ich dachte nicht, dass... Herr Onofrio habe ich eine neue Puppe mitgegeben. Du hast mir gesagt, deine ist weg. Und ich weiß, dass du sie sehr lieb hattest. Sie ist nicht so schön wie deine Charlotte, aber ich hoffe, sie kann dich aufmuntern. Nur Mut, mein Kind. Wirst schon sehen. Alles wird wieder gut. Mama. Ich sag ja, Herr Onofrio war wegen der Mutter da. Nicht überbracht. Montefoscoli, 12. Oktober 1940. Liebe Tochter, ich habe dir zweimal geschrieben und habe keine Antwort erhalten. Ich warte jeden Tag sehnsüchtig auf einen Brief von dir. Herr Onofrio ist zurück. Er hat dir doch die Puppe mitgebracht. Hat sie dir gefallen? Es ist ihm nicht gelungen, mit dem Herrn Direktor zu sprechen. Dich hat er aber gesehen, erzählte er. Ich bete jeden Tag für dich. Don Gino hat Sonntag während des Gottesdienstes für dich gebetet. Schön, oder? René, ich habe beschlossen, dich nach Hause zu holen. Dem Herr Direktor habe ich es schon geschrieben und ihm gesagt, dass ich mich gut um dich kümmern werde. Im Moment bin ich krank und kann deshalb nicht arbeiten. Du wirst sehen, bald geht es mir wieder gut, so dass ich reisen kann. Dann komme ich und hole dich. Ich weiß, du leidest sehr. Halte noch durch, bitte. Dann war Mama kommt und holt René, nicht? Mama ist lieb, aber ihr geht es nicht gut.
Darum ist der Mann gekommen. Die Puppe. René hätte mit ihr spielen und darauf warten können, dass sie kommt. Aber René hat sie nie in die Hände gekriegt. Ist das eine Lüge von Mama? Sie wusste, dass sie René Schlimmes angetan hat und... Nein, nein, Mama ist lieb. Der Mann hat sie mitgebracht. Das ist uns gerade wieder eingefallen, nicht? René hat sich doch geirrt. Die Puppe ist ganz sicher da. Sie ist wohl wie alles andere beschlagnahmt worden und hier irgendwo unter Verschluss. Wahrscheinlich war die Mutter dann doch schon tot und hat René nicht abgeholt. Dokumente, Dokumente. Ist das da oben von René? Bestimmt, ne? Oh Gott, wo ist denn das von René? Sorry, Leute, aber... Wo würden die Spielemacher das von René hinknallen? Ich muss jetzt wie ein Game Designer denken. Ich hab keine Ahnung. Irgendwo komplett Unerwartetes. Wahrscheinlich fällt es gleich auf mich hinab. Und da etwas komplett Erwartetes, von niemand suchen würde. Ach Leute. Suchen wir die andere Puppe. Sie ist bestimmt bei den Bündeln mit den Happen. Ah, da oben. Jetzt können wir das Bündel aufmachen. Auf dem Tisch vor dem Fenster. Sie soll dich leiten auf all deinen Wegen und die Sünde von dir fernhalten. Mama. Oh. Schuhe. Eine Kette. Siehst du? Mama war lieb. Ich war die Böse. Mama hat sich Sorgen um René und Charlotte gemacht. Ich habe Charlotte allein gelassen. Wir haben sie allein gelassen. Ich finde die Puppe schöner als Charlotte. Charlotte finde ich gruselig. Ah. Hübsch. Wo müssen wir jetzt hin? Ich habe gerade H gedrückt und da war nichts. Okay. Vielleicht müssen wir hier wieder raus. Wir müssen Charlotte suchen. Wir haben sie allein gelassen. Ist sie wohl noch da, wo wir sie zurückgelassen haben? In dem warmen Licht? Na, hoffentlich. Warte mal, kann es sein, dass wir gerade alles nachspielen, was sie hier erlebt hat? Charlotte wiedergefunden. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Sie hat uns lieb. Auch wenn ihr Böses weg. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama wird uns jetzt auch. Sie hat uns lieb. Ich habe nicht auf den getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Mama lässt uns nicht allein. Charlotte, ich habe nichts getan. Ich habe Mama nur gehofft. Auch wenn wir böse sind. Sie hat uns lieb. Auch wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehofft.
gerade tot? Nein, nein, nein. Ich will da nicht rein, bitte. Bitte, danke. Lasst mich bitte draußen. Was war das hier nochmal für eine Abteilung? Ich hab's vergessen. Da war doch dieser Stuhl, wo er sitzt. Und nur diese Schraube war. Oder? Das war Elektroschocktherapie. Ah, dieses Fiepen. Ach, Leute. Das habe ich ja schon gelesen. Aber hey, habe ich nicht gesagt, hier war der Stuhl ohne Dingens mit nur einer Schraube. Schrecklich. Schnell weg hier. Was hat der Arzt geschrieben, wenn er an seinem Schreibtisch saß? Was hat denn der geschrieben? Ah! Danke für den Tipp. 7. September 1938. Die Geisteskranke steigert sich auf den Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Sie hat Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben. Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Mutistisch, benommen, vollkommen unaufmerksam. Auf Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich, sie weigert sich berührt zu werden, sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich 2 Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt. Sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus. Sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. 2 Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B., künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst. Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? Ja, alles nur deine Einbildung. Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Du bist deine Erinnerung. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ich würde jetzt mal sagen, du bist deine Erinnerung. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Aber nee, alles nur Einbildung. Alles nur Einbildung. Definitiv.
Richtig. 15. Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin. Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Sie ist launenhaft, leichtsinnig. Sie lässt in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte ihre Dienste anzubieten. Straftaten? Es kam vor, dass ich unmanierlich geantwortet habe, ja. Ab und zu war ich reizbar, aber eine Delinquentin? Und dann noch Prostitution? Nein, weshalb denn? Weshalb sagen Sie sowas? Der ältere Arzt versuchte etwas zu verstehen, während der hier dich abstempelte, ohne etwas zu wissen oder wissen zu wollen. Wegen ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen, sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Durch die Behandlung war das Licht für kurze Zeit weg. Aber auch jeder Wille, jede Sehnsucht und Hoffnung. Es sollte durchgestellt werden, das war das Wichtigste. Auf eine gewisse Weise hat man versucht, euch zu helfen, euch zu heilen. Ihr wart verlorene Seelen. Es war das schreckliche und schmerzvolle Behandlung, aber es waren die einzigen, die es gab. Ich würde jetzt 10 nehmen. Ich will wirklich 10 nehmen. Richtig. Es war wie eine Folter. Keiner konnte sich wehren. Niemand hat uns etwas erklärt oder versucht, uns etwas zu erklären. Wie Tiere in einer Herde. Ihr wart so viele und da sie so wenig war, ging es nicht anders. Für sie war es auch ein Albtraum hier drinnen. Sie wussten nicht, wie sie mit euch umgehen sollen. Eure Seelen waren verdammt und verflucht. Ihr wart gefährlich. Wer hätte sich sonst um euch kümmern sollen? Ich würde jetzt sagen, ihr wart so viele. Da sie so wenig waren, ging es nicht anders. Ha! Wieder richtig. 2. Juni. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht. Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet wurde. ES-Behandlung. Fehlgeburt. Das stimmt nicht, ganz sicher. Wenn ich noch nicht einmal wusste, was man mit mir gemacht hat, wie wäre ich auf sowas gekommen? Es ist tatsächlich passiert. Sie haben an dir einen Geburtsabbruch durchgeführt. Das war verboten, also mussten sie es anders formulieren. Es ist eine Lüge, was hier steht, könnte doch falsch oder eine falsche Auslegung der Dinge sein. René wusste es vielleicht, du kannst da nicht sicher sein, stimmt's? Ich nehme A. Wieder richtig. Und der Fremde im Park? Ich weiß nichts mehr. Eine andere Erfindung? Oder eine verdrängte Erinnerung? Oh Gott, mein Kopf. Wer weiß, wir werden es wohl nie erfahren. Es gibt so viele Dinge, an die du dich nicht erinnerst, als ob du es nicht getan hättest. Das warst gar nicht du, das war wohl sie, die andere René. Du weißt doch, dass sie solche Dinge tat. Oh Gott, ich würde jetzt das hier nehmen. Ach Gott. 13. Juni. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen, hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging, und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden. Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen, sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun soll und auch, nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot, am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Ruhig, sei friedlich, nicht aufregen.
Die stellen wir jetzt erst einmal ruhig. Nur das zählt. Die Ruhe hat ihren Preis. Das Leben. Hunderte von unruhigen Geisteskranken in zu kleinen Räumen, das Ruhigstellen, das war nur zu eurem Besten. Ich nehme direkt das. Gab es eine andere Lösung, ein normales Leben wäre sowieso nicht möglich gewesen. Nein, wäre es nicht, aber auf diese Weise konnte die da draußen es leicht akzeptieren. 1. März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung, auf Fragen antwortet sie. Laut Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig, sie wäscht und pflegt sich. Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Verlegung in Erwägung ziehen. Ich soll Amara erfunden haben? Das ist unmöglich. Es gab sie wirklich, das weiß ich ganz sicher. Ich fühle es. Irgendwo müssen sich Spuren finden lassen. Okay, und ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Das war zu viel für mich. Also, bis zum nächsten Mal.